So, Moinsen Leute, da bin ich wieder. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, soll es heute um die Harley gehen. Und zwar möchte ich euch eigentlich nur so ein kleines erstes Fazit geben. Die Harley ist jetzt bei mir seit 2 Monaten und geht jetzt nächste Woche in die erste Inspektion. Das heißt, gute 1600 Kilometer sind runter und ich denke, dass ich schon in der Zeit, denke ich, kann ich schon euch was sagen und habe mir schon so eine kleine Meinung gebildet und die möchte ich euch einfach mal mitteilen. Vielleicht ist das eine kleine Hilfe für Leute, die mit dem Gedanken spielen, sich eine Harley zu kaufen oder sich vielleicht sogar die Harley zu kaufen. Ja, alles in allem kann ich sagen, schon mal vorweg, ein absolut fantastisches Motorrad. Ich bin noch kein besseres gefahren und auch noch kein schöneres gefahren. Ich habe euch ja schon mal in der Vorstellung von der Harley, kann ich euch oben auch gerne mal in der Infokarte verlinken, habe ich ja schon mal angesprochen, dass ich schon Supersportler gefahren bin. Naked Bikes, Sport Tourer von Yamaha über BMW, über Kawasaki. Also ich bin schon einige Motorräder gefahren. Und das ist natürlich eine ganz andere Klasse von Motorrad. Aber es ist einfach wirklich, wirklich, wirklich schön. Es ist bequem. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Also ihr müsst definitiv einfach mal dann zum Harley-Händler gehen, setzt euch auf die verschiedenen Modelle, fragt nach Probefahrten und dann einfach gucken, was steht euch, was passt zu euch, was ist bequem. Für mich war es jetzt hier die Sportglide und sie ist wirklich bequem. Also ich kann aus Erfahrung sagen, 200 Kilometer Fahrt ohne Pause gehen auf jeden Fall. Dann, für mich zumindest, ist dann eine Pause angesagt. Mal so ein bisschen Beine vertreten oder so, aber das hatte ich noch bei keiner anderen Maschine vorher. So auch von der Fahrweise bin ich auch absolut zufrieden. Ist halt ein Cruiser, dafür ist er gebaut, dafür ist er gemacht. Und das ist auch das, was damit wirklich, wirklich Spaß macht. Jetzt ist es aber so, Sportglide, sagt ja schon bereits der Name, kann man auch, wenn man möchte, wirklich, wirklich sportlich fahren. Jetzt kommt ja gerade ein Traktor, glaube ich. Moment mal. Und natürlich noch ein Auto hinterher. Ja, Leute, das ist live, ne? Das ist einfach live. Ja, Sportglide, sagt der Name. Sport, und so kann man sie auch fahren. Man kann sie wirklich sportlich fahren. Natürlich sind da Grenzen. Ich bin selber jetzt zweimal mit den Fußrasten aufgekommen, aber passiert gar nichts. Die Fußrasten sind ja hier gelagert, ne? Also die klappen ja dann quasi hoch. Aber man kann deutlich sportlicher fahren, als man das am Anfang denkt. Was ich dazu sagen muss, es ist meine erste Harley. Das heißt also, jetzt erfahrene Harley-Fahrer werden wahrscheinlich genau wissen, worauf sie sich einlassen. Aber wenn ihr jetzt noch nie eine Harley hattet und von einem ganz anderen Motorrad auf eine Harley umsteigt, dann werdet ihr merken, dass man zumindest dieses Modell doch wirklich sportlicher fahren kann, als man es vermutet. Leistung, Drehmoment, ganz klar, bei so viel Kubik, bei 1,8 Liter Kubik, ja, da ist einfach Drehmoment da, unten raus, absolut brachial, macht wirklich, wirklich Spaß. Und oben raus, ja, ist natürlich jetzt, ne, ist kein super Sportler, ist jetzt nichts für 240 zu fahren, aber es macht wirklich, wirklich Spaß, gerade dieses Cruisen, dieses chillige Fahren, absolut genial. Absolut genial, aus meiner Sicht, also wie ihr merkt, ich bin wirklich absolut überzeugt. Auch vom Wind her, vorne habt ihr ja bei der Sportglide so ein kleines Windschild, sage ich mal. Das hält ordentlich was ab, also bis 100 maximal bequem. Danach, ich sag mal so 120 und so, klar, da spürt ihr schon den Wind, aber das gehört ja auch zum Motorradfahren dazu und das gehört zum Cruisen dazu und das macht das Ganze ja auch mit aus. Das, ja, macht das Motorradfahren eigentlich auch mit aus. Aus meiner Sicht zumindest. Nachteile vom Motorrad, aus meiner Sicht,
muss ich sagen, man gibt ja nicht wirklich wenig Geld aus. Also es ist ja schon eine Stange Geld. Ich habe es ja schon mal gesagt, die kostet so Liste, glaube ich, 18.000 Euro. Das ist ja relativ viel Geld für ein Motorrad definitiv. Und dann sind halt so manche Dinge verbaut, wo ich einfach sage, ja, absolute Absicht aus meiner Sicht. Und das ist zum Beispiel der Serienauspuff. Weil da müsst ihr euch nichts vormachen, wenn ihr diese Harley anmacht mit Serienauspuffanlage, ja, dann hört die sich an wie ein Elektrorasenmäher. Also es ist wirklich, sie ist absolut leise. Man merkt natürlich beim Anlassen, dass da Hubraum dahinter ist. Den hört man auch während der Fahrt. Man selbst merkt das als Fahrer. Aber sonst bekommt da keiner was von mit. Also sie ist wirklich extrem leise. Und ich denke, das ist auch ein Stück weit Absicht, weil natürlich dann jeder sagt, ich brauche einen neuen Auspuff. Also geht's ab zu Harley und es wird ein neuer Auspuff gekauft. Dann auch zum Beispiel die Griffe. Einfach nur ja, voll Gummigriffe. Ich muss sagen, ganz ehrlich, sind die schlichtesten und aus meiner Sicht auch hässlichsten Griffe, die ich hier an einem Motorrad hatte. Und die Griffe bei meinen anderen Motorrädern waren immer Serie. Auch da ganz klar, 100% denke ich auch wieder so die kleine Masche, ah ja, dann kaufen die Leute sich halt auch noch andere Griffe. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, natürlich Teile, ja, Custom-Teile nenne ich das jetzt mal, oder Anbauteile von Harley-Davidson oder für Harley-Davidson kosten natürlich wirklich auch viel Geld. Also bald da der Brand von Harley-Davidson drauf ist oder der Aufkleber, dann könnt ihr schön ins Portemonnaie greifen. Qualitativ sicherlich wirklich hochwertig und auch wirklich, wirklich schön. Aber muss man wirklich auch beachten, wenn man sie Serie fahren will, kann man sie ja so lassen, wie sie ist. Man kauft sie und fährt sie. Wenn ihr aber jetzt da hingehen wollt und wollt dementsprechend an der Harley noch ein bisschen was verändern und ein bisschen was umbauen lassen, habt ihr natürlich immer eine ordentliche Stange Geld, die ihr da ausgeben müsst, weil die Teile sind natürlich nicht wirklich günstig. Und dann kommt auch noch hinzu, dass ich denke, zumindest die meisten das anbauen lassen werden. Ich persönlich mache das, also ich fahre immer zu meinem Harley-Händler und lasse das anbauen, weil ich an so einem Motorrad dann einfach auch nichts mehr selber schrauben möchte, weil mir da auch die Erfahrung fehlt. Auch da gibt es bestimmt Leute, die da viel Ahnung von haben oder vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten Harley fahren, die machen es bestimmt selber. Aber das müsst ihr dann auch noch mit einkalkulieren, dass ihr natürlich die Anbaukosten oder die Werkstattkosten auch noch habt. Ja, viel mehr kann ich euch dazu zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich werde definitiv nochmal ein Video dazu machen, wenn ich sie deutlich länger habe. Ich denke mal, wenn ich sie so ein Jahr lang habe oder so, dann werde ich sicherlich dazu nochmal ein Video machen. Aber jetzt wollte ich euch einfach nur mal so ein kurzes kleines Fazit geben. Alles unterm Strich bin ich absolut begeistert. Es macht mega, mega, mega viel Spaß und ist einfach aus meiner Sicht auch wunderschön. Von daher, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, fahrt mal zu einem Harley-Händler, setzt euch mal drauf, macht mal eine Probefahrt und sprecht mal mit dem Händler und guckt mal, ob es dann für euch was ist. Ja, das soll es gewesen sein an der Stelle. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Rein- und Zuschauen. Würde mich natürlich wie immer übelst über einen Daumen nach oben freuen. Oder natürlich auch über einen netten Kommentar und nicht vergessen, den Abo-Button zu klicken. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao.